Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Occupy Mars. Wir gehen heute unser Gewächshaus weiter an. Wir wollen unsere ersten Pflanzen reinbringen. Schauen wir mal, wie es uns gelingt und ob wir vielleicht unseren Kilopower an den Start kriegen. Glaube ich aber nicht, weil die brauchen ja doch einen Moment länger. So, ich wollte jetzt aber gerne einmal die Akkus tauschen. Alles in Zerteilbar. So, nee, das war das. Zack. Ja. Warum nicht? Einmal auffüllen das Ganze. Finde ich auch gut. Ihr braucht nicht mal mehr ins Inventar. Ihr geht einfach nur hier rauf, klickt und die Batterien, die leer sind, werden da reingepackt. Apropos leere Batterien. Apropos leere Batterien. Wo ist unser Flievertüt? Da oben. Wenn wir hier sowieso in Gange sind, ne, und der Herr hier oben eh nichts zu tun hat, können wir doch eigentlich die Akkus laden. Ich meine, da ist zwar noch genug Dampf auf dem Kessel, aber da wir ja mittlerweile wissen, dass das Laden ja auch ein Momentchen dauert, könnte man das doch mal machen, oder? Zumindest mal eine reinschmeißen. Apropos eine reinschmeißen. So. Ach, hier habe ich sogar noch eine Ersatzbatterie. Ah, nee, dann lasse ich es noch, oder? Nee, kommt, können wir doch machen. Na, im Moment ist das mit unserem Strom ja noch nicht so 100 Pro, ne? Ah, wir warten lieber, wir warten. Kommt, wir warten. Lass uns jetzt erstmal angehen, die Geschichte mit unserem Dings. Aber hier können wir die Akkus mal reinstellen. Das zum Thema mit dem Strom, Leute. Das zum Thema mit dem Strom. Ja, im Moment, Junge, 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 Junge. Und da kommen ja gleich noch Geräte ran. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Oh, scheiße, wir brauchen unbedingt den Strom. Ah, lass mal sehen. Kapazität. Okay, passt auf. Dann gebe ich hier mal auf 100 hoch. Das ist ja immer dann 100 die Stunde ungefähr. 60 Kilowatt die Stunde, ne? Ja, weiß ich. Das ist die Eingangsleistung, oder? Ja. Ja. Ja, hau mal was rein da, sonst überleben wir die Nacht hier nicht. Ich muss mal gucken, kann ich noch Tische ausschalten? Vielleicht ist auch noch ein Tisch an. Mein Tisch, der haut ja auch mit... geht ja auch mit 10 rein und unser Uran-Ding hat ja auch noch mal eben geschmeidige 40, ne? Du kannst eigentlich direkt an den Sicherungskasten gehen. Oili. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich aus. Der 3D-Drucker ist an und der TA-Mechanik ist tatsächlich noch an. Das bringt uns auch nochmal 10 Kilowatt. Na? Aber, jetzt kann ich das doch auch anders machen. Da muss ich mich jetzt erstmal mit auseinanderklabüstern. Ich meine, wir haben jetzt ja Möglichkeiten. Also was mir jetzt persönlich dann so nicht gefällt, das heißt nicht persönlich gefällt, so da, wo ist unser Strom? Da ist unser Strom. Okay, hier ist die Leitung, die geht, ist hier hin. Okay, dann würde ich mal sagen, wir bauen, ich hoffe, das passt. Naja, man muss ja jetzt ein kleines bisschen umdenken. Wie gesagt, ihr habt ja Prioritäten. Okay, wo stellen wir das hin? Prioritätenliste. Ich würde sagen, wir stellen den Stromkasten mal hier hin. Das ist unser Stromkasten. Ah, jetzt muss ich nur mal gucken, das ist so, dass man noch gut dahinter laufen kann. Ah ne, pass auf hier hin. Wir werden eh mehr brauchen. So. Ich stell dir mal hier hin, hier stürzt niemand.
Das heißt nämlich, dass wir jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ich alles hier rüberlaufen lasse. Über unser HQ. So. Das heißt, dass ich jetzt hier den aber abmache. Und hier reingehe. So. Buchse 1. Jetzt gehe ich hier in Buchse 2. Nein, ich gehe. Was nehmen wir als Priorität? Ich würde ja sagen, 1 wäre schon sinnig. Fürs HQ, oder? Oder das HQ können wir immer. Ich würde mal sagen, das. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob man dann eine Schleuse braucht. Wisst ihr das? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Weil es ist ja nicht voneinander abgeschottet. Keine Ahnung. So, 2 würde ich dann ans HQ packen. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. So. Jetzt habe ich die beiden miteinander verbunden. Und dann würde ich tatsächlich auf 3 unsere Werkstatt machen. So. Boah, am A der Welt, ne? Aber gut, nützt ja nichts. So. Zack. Und jetzt müsste ich ja alles dementsprechend einstellen können, ne? Oder? Alles separat doch einstellen. Genau so. Das heißt, ich gehe jetzt mal in unsere Map. Dann gucke ich das HQ mal nach. Das HQ sollte Jetzt ist die Frage. Ist 58,90 ist alles, ne? So, jetzt testen. Jetzt machen wir das mal hier mal den Test, Leute. Ich will hier nichts aufbauen, um dann nachher wieder alles wegzubasteln. Ich muss nur einmal gucken. Ich hau das jetzt mal weg hier. Passt auf. So, das habe ich das getrennt. Ah ja. 70, 50 ist nur das. Dann kommt natürlich die Schleuse mit zu. Würde ich sagen. So, jetzt haue ich das mal weg. Also wir hatten ja 40, und. Das ist ja schnell wieder hingebaut hier, Leute. Das ist ja schnell hingebaut. So. Genau, das ist jetzt gecuttet durch die Garage. 22,50. Jetzt gucke ich mal, was ist, wenn ich eine Schleuse einbaue. So, da bräuchte ich ja nur, also hier eine Luftschleuse, eine Iris. So. Ich hoffe, ich kriege die hier noch irgendwie rein. Zur Not nehmen wir einfach ein Stück Korridor. Kurz mit Fenster. So, wartet, noch einmal auf die Liste gucken, weil das muss ich selbst erstmal sehen. Das sind jetzt 70,50, 22,50 halt durch die Schleuse. Okay, dass natürlich irgendwas die Schleuse mit bearbeiten muss, ist klar. So, jetzt habe ich die Schleuse dran. Sind wir ja auf 22,50, ist glaube ich immer noch. So, okay. Nee, dann schließt er den immer wieder mit an. Oder ist das die Gesamtkapazität? Aber eine Schleuse ist doch jetzt drin. So, aber passt auf. So, ich nehme jetzt
17,50. Ich sage, oder noch anders, was bräuchtest du rein theoretisch? Du brauchst 15. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe das ja selber so auch noch nicht gemacht. 17. Ich gebe dir mal 17. So. Oder waren das Benutzung 15? Wieso 17? Hä? Jetzt habe ich die 15. Oh Gott. Genau, 15. So, der hat 15. Dann müsste man jetzt natürlich. Aber guck mal, die Schleuse wird gar nicht mit angezeigt jetzt. Das finde ich interessant. Genau, die Struktur verbraucht insgesamt 41,60. Fünfzehn verbraucht das Teil, aber es würde dann ja noch mehr raufkommen. So, okay. 17. Du brauchst 17,50 eigentlich. Dann gucken wir mal, was du alles versorgst. So, wir gehen ja hier mal knallhart runter. Pass mal auf, hier gehen wir nochmal auf die 15. Ey, das Management ist denn ja auch schon ganz cool geworden, ne? Komma. War das ein Punkt? Komma 5. Okay. Dann haben wir das. Jetzt ist das wieder online. Verwendet 1736, 1750. Aha. Da hat er dann hier die Schleusen mit drin. Okay. Denke ich. Oder halt, weil noch einige Sachen nicht angeschlossen sind. Aber wir schauen mal. Ah, genau. Da habe ich jetzt ja noch keine Schleuse drin. Doch, habe ich. Ich habe eine Schleuse drin. Hab eine Schleuse drin. Doch, die haben wir ja schon. Habe ich jetzt eine Schleuse eingebaut? Leute, ich doof. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Kurz mit Fenster, Iris. Jetzt ist die Frage, warum zeigt er, hat mir das hier angezeigt? Wartet mal, wie habe ich das hier? Ich habe es doch gar nicht gebaut. Ich habe mich mit hier vertan. Ach, Herrgott. Egal, komm, machen wir trotzdem. Iris, wir gucken mal. So. Und dann brauche ich noch einen mit Fenster, bitte. So. Aber nichtsdestotrotz sollte das doch jetzt funktionieren, ne? Denke ich. Ich weiß es nicht. Es sei denn, ich habe es halt nicht so richtig, noch nicht so richtig aufgenommen und verstanden. Aber eigentlich müsste es doch so funktionieren. So. Das ist ja immer der so ist klar. Hier, das sind jetzt nochmal die Schleusen. Das haben wir hochgepusht. Das müsste ja eigentlich noch mehr reinfließen dann. Ich brauche. Das ist die gesamte Struktur. Das Ganze, was wir angeschlossen haben. Das ist denn dieses mit den drei Schleusen bis jetzt. Würde ich jetzt mal so sagen. Weil Verwendung. Das ist die Schleuse. Die Schleuse 2,50 schätze ich bei maximal 2,5. Dann wären das 5. Dann wären das. Habe ich gesagt 5, 6, 7, 7,5. Plus 17. Kommt nicht ganz hin, ne? Na gut, aber ist ja egal. Wir versorgen ja dann trotzdem alles. So, also was habe ich hier gesagt? 15. Mache ich 15. Ganz blicke ich das noch nicht. Macht mal erweitert. 15, 17,5 und hier habe ich gesagt 15. So. Es wird ja natürlich nicht reichen. So, die Schleusen sind ja nicht mit drin. So. Das wäre jetzt das, was ich dann habe. Zur Verwendung 52. In Benutzung 47. Und erforderlich 60,70. Bereitgestellt 47,50.
Aha. Okay, dann muss ich jetzt ja hoch. Aber ich meine, es ist ja klar, wir haben ja Geräte drin. Was ist denn, wenn ich jetzt... Ich meine, das kann man sich ja aufs Kilowatt genau ausrechnen, ne? Theoretisch. Wollen wir das mal machen? Pass mal auf. Wir haben doch unseren... Wir haben unseren... Was haben wir denn drin? Wir haben unseren Schredderer drin. So, passt auf. Wir haben unsere Werkbank drin, aber ich glaube tatsächlich, die Werkbank verbraucht tatsächlich, dass das Bett, das verbraucht nichts. Wir haben die Werkbank, die verbraucht auch nichts. Wir haben aber unseren 3D-Drucker, der verbraucht 5. Ich schreibe mir das mal auf. Komm, wir machen mal. Wir sind ja auch hier, um was zu lernen und da gehört das ja mit zu, ne? So, ich schreibe mir das mal auf. So, 5 kW dafür. Jeder Tisch 10, den rechne ich mal jetzt mal nicht mit ein, die haben wir jetzt mal ausgeschaltet. So, ich schätze mal, dass das, was haben wir denn da noch drinne? Dann haben wir da, also jetzt mal nur der Dings. So, Elektrizität. Obwohl wir könnten ja, wo ist das Waschbecken? Tatsächlich 3 Tische haben wir drinne. Das wären dann nochmal 30. Das sind dann 35 bis jetzt für die Werkstatt. Aber jetzt muss ich nur mal gucken. Die verbraucht tatsächlich 4. Nee, das ist der Komposter. Das ist der Komposter. Wo war denn jetzt? Das Hauptding war hier nicht. Wo war die Werkstatt? War die unter Leben? Okay, der verbraucht auch nichts. Die Werkstatt erfordert 10 tatsächlich. 10 für die Werkstatt. Also wären wir jetzt so bei 45, korrekt? Lass uns mal reingucken. Also 45 mit den Gedöns, mit den Sachen, die drin sind. Jetzt müsste man sich nur, ist die Struktur, das irritiert mich immer so ein bisschen. Ist die Struktur hier das Ganze? Ich glaube schon. Doch, doch, ich meine schon. So, guck mal, alleine jetzt die Werkstatt bräuchte Strom 45. Mach ich mal. Ich gebe das einfach mal hier ein. So. Dann sollte die ja laufen. So, und bei dem HQ haben wir drin den Schrank. Haben wir drin den Schrank, den großen? Der verbraucht nichts. Wir haben drin natürlich das Akkuladegerät. Das verbraucht so nichts, es sei denn, wir packen Batterien rein und die verbrauchen, glaube ich. Warte mal kurz, Elektrik, Batterie, Regal. Ich glaube, eine kleine Batterie, 5 oder so. So, ich schätze, es dürfte hier. So, eine Batterie verbraucht. 2 kW. 2 kW. Sind wir großzügig und rechnen mal mit einer ganzen Geschichte, das wären 6, dann wären das 12. 12 kW, wenn wir hier halt, ne, den Schrank hochfahren. Aber wir gehen ja erstmal nur von klein aus. Die großen, da können wir ja erstmal nochmal ganz entspannt. So, das Bett haben wir gesagt, verbraucht nichts. Mehr habe ich hier auch erstmal nicht drin. Dann würden ja aber, wenn ich das richtig jetzt sehe, die Schleuse mit 2,5 dazukommen, ne? Das sind 2,5. Das wären dann. Also 10, wir haben ja 4 Stück, also 10 Stück. 10 kW. Ich rechne das gleich mal mit ein. Dann sind wir nochmal bei 10, dann sind wir schon bei 22. Plus unsere eigentliche Struktur, die jetzt 17,5 noch verbraucht. Junge, 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 das artet hier bald wie in Satisfactory aus. Naja, nicht ganz. Da kann wohl keiner mithalten. So, was haben wir denn jetzt? Was habe ich gesagt? Wir haben jetzt 17, wir haben 27, 37.
39, 39, 5. Also gehen wir mal auf 40 hoch. Das ist falsch. So, dann gehen wir mal auf 40 hoch. Oh, jetzt geht's wieder los mit meinen Schildern. Leute, wo ist der Ausgang? Neun und... Was habe ich gesagt? 20, 30, 37, 37, 39, ja, 40 habe ich gesagt. 40. Nein. Da. Low carbohydrates. Okay. 40. So, und ich habe Hunger, oder was war das? Uha, ja. Ich habe Hunger. So, konsumieren, 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 konsumieren. Okidoki. So, dann sind wir jetzt bei... Was haben wir? Erforderlich bereitgestellt. Ei, dann habe ich das ja schon ganz gut hingerechnet. Hier kann das sein. Benutzung 5,70. Erforderlich 60,7, bereitgestellt 60,7. Ist das Ganze, ne? Bis jetzt? Ich, na, so richtig? Ah ja, gut, das ist klar, dass wir wenig benutzen, weil nicht viel drin ist. Wie gesagt, sagt mir, wenn ich hier irgendwie falsch bin, aber so würde ich das jetzt angehen, die Sache. Na, hier oben haben wir jetzt ja die normalen 15. Wir können ja auch rein... Ah ne, ich muss ja hier draußen bleiben. Hier haben wir jetzt die 15. Und hier würden jetzt natürlich... Jetzt wird noch hier der Inkubator mit reinkommen. Das ist ja das, was wir jetzt angehen wollen. Ne? Wir haben ja den Pflanzeninkubator, der jetzt tatsächlich nur verbraucht, wenn wir drinnen sind. Ich weiß jetzt gar nicht... Ich habe es nicht mal auf der Pfanne, wie viel... Aber wir können ja mal gucken. Also wir brauchen auf jeden Fall nochmal Elektronik 3. Da bräuchten wir auch nochmal 2. Das sind ja nochmal 9 Elektronik auf jeden Fall. Dann haben wir einmal die... Wartet mal, was brauchte der insgesamt? Brauchte der 15? Die Maschine zur Saatgutmodifikation braucht 3. Dann sind wir schon bei 18. Bei 18... Oh Mann. Bei 18. Pflanzen. Nee, den haben wir. Wo ist er? Das ist ein Kühlschrank. Aber wo ist denn? Maschine zur Saatgutmodifikation? Wo ist denn der Miststreuer? Hätte ich jetzt. Ach so, der Komposter. Hier ist auch nochmal mit 4 am Start. Jetzt sind wir bei 22, so. 22 und ich würde mal auf Nummer sicher gehen und gebe dem Ganzen erstmal 30. Das ist nicht auf Nummer sicher, das ist so aus der Hüfte raus. Weil ich gleich mal gucken muss, wie viel überhaupt rankommt. So. Wasser wird erstmal hier drüber bezogen. Boah. So, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, ob ich da irgendwie richtig liege. Ah, das ist schön, genau. Das ist gut, dass ich die Schleusen nach hinten gesetzt habe. So kann ich mich eigentlich gar nicht verlaufen. Doch, kannst du. Aber wir brauchen Elektronik, habe ich gesagt. Ja, Freunde, das ist gar nicht jetzt so im Nachhinein, wenn man die Sache so angeht, denke ich, oder? Water refilled. Also, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so alles richtig ist. Aber rein theoretisch schon. Würde ich jetzt sagen. So, was habe ich jetzt gesagt? Was brauchen wir? Elektronics. So. Eigentlich 9. Ich mache mal 10. Hinzufügen. So. Und was war das noch? Kleines Rohr oder so, ne? Was war das doch noch? Der braucht, zack, zack, Aluminiumplatten. Ne, sind tatsächlich erstmal nur Elektronik, aber höchstwahrscheinlich wird der Rest denn gleich noch. So.
Das da mal mit drauf. Aber ist ja egal, wir sind ja an der Quelle. Guck mal, da ist der Ausgang. Nee, ist das der Ausgang? Ist ja richtig. Du bist doch am Ausgang. So, da ist unser Ausgang. Da brauche ich nicht rein. Ich muss hier hin. Oh, schön mit dem Fenster. Fenster finde ich gut. Die Ressourcen opfere ich gerne. So, also das heißt, wir brauchen einen Inkubator. Das ist schon mal Nummer 1. Pflanzeninkubator. So, zack. Der ist an. Der macht natürlich nur Strom. Ach, das machst du automatisch? Ach, das wusste ich auch nicht. Wie geil ist das? Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ah, es sind ja 3 Slots. Ich hatte irgendwie immer nur 2. Ey, das finde ich aber klasse, dass man das... Ei, das ist doch auch neu hier, Leute, dann, ne? Dass man das nicht mehr auswählen muss, dass man direkt draufgehen kann. Geil. Was fehlt denn uns? Elektronik. Und hier höchstwahrscheinlich auch. Strom können wir ja immer noch ausschalten, wenn das zu viel ist. Nochmal Elektronik. Okay, das lasse ich erst noch. Ah, ist das cool, das ist... Ah, wartet. Der Last kommt, dann machen wir hier auch gleich. So, dann lass noch mal durchgehen. Also, 3 Elektronik. 5 Elektronik. Und 10 Elektronik. Ah, das ist geil. Das wusste ich nicht, dass das geht. So, 5 Elektronik. 5 Elektronik. Es ist schön, dass man das aufmachen kann. Warum eigentlich? Du träum mich nicht, Eule. Komm, mach zu. Und gut ist, ich muss hier ran. Was habe ich gesagt? 5 Electronics. Ne? Ja, ich weiß, eigentlich könnte man gleich mehr machen, aber... Ja, ich mach mal so. Ressourcen sparen. Und? Dann können wir... Ja, ich brauche ja das Ding noch. Und ich brauche... Kiste mit kleinen Pflanzen. Wo haben wir die große? Er braucht doch keine kleine Kiste. Wo ist die große Kiste? Ach, die muss ich ja noch freischalten, ne? Na gut, die brauchen wir erstmal noch nicht. Die brauchen wir tatsächlich noch nicht. Die kann ich gleich. Dann müsste ich nur noch einmal gucken, was kostet uns der Biotisch. Der soll ja hinten rein tatsächlich. Leute, der Biotisch, Botanik. Okay, der kostet uns tatsächlich keine Elektronik, gut. Hau rein da. So, wir können ja schon mal das nehmen. Den Rest hole ich gleich. Nein, das ist draußen. Nein, das ist ja auch richtig. Ich hole beide Türen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Guck mal, da muss ich rein. Okay, wenn ich jetzt die alte Flöte nehme, was ist das? Ach, das wäre ein Schrank. Ah, das ist auch nicht schlecht. Das ist cool. Kann ich hier irgendwo meinen Botaniktisch denn noch hinstellen? Okay. Das ist der... Das ist natürlich nicht schlecht. Aber wisst ihr was? Wenn man da einen Schrank hinstellen kann, ne? Dann würde ich den Schrank da auch hinstellen. Und dann würde ich den Botaniktisch hier mit reinhämmern. Kommt. Ich kann den drüben hinbauen, natürlich. Aber dann stelle ich mir doch da lieber einen Schrank hin. So. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einmal die... Brauche ich die? Machen wir gleich. Die Freischaltung brauchen wir da noch nicht. Ich habe das ja... Ich habe ja 4 Tische mit eingerechnet. Das sollte also so funktionieren. So, dann heißt das erst einmal hier das. Und das. Mal sehen, wann uns hier das Licht ausgeht. Und den, ne? So, okay. Dann könnte ich jetzt tatsächlich natürlich nochmal gucken, ob wir hier einen Schrank hinbauen können.
So, sehr gut. Den habe ich jetzt natürlich nicht in unseren Strom mit eingerechnet. Aber wir werden mal sehen, wenn der Strom ausgeht, dann geht der Strom aus. Wo hätten wir denn den Schrank? Ist das der Schrank? Aufbewahrungsschrank. Der braucht zwei. Der braucht zwei. So. Und wenn ich jetzt, ich will mal was testen. Da muss ich, warte mal kurz. Okay. Ah ja, hier unten steht das ja auch noch mal. Gewächshaus, verwendete Struktur 82,70. Aber das ist doch nicht das gesamte Gewächshaus. Also Verwendung der Struktur ist doch alles. So sehe ich das. Alles, was wir angeschlossen haben. Das natürlich noch nicht, das haben wir noch nicht angeschlossen. Genau, so. Struktur. Und die Verwendung sind jetzt 27 fürs Gewächshaus. 15 fürs Gewächshaus, dann kommt 2 für den Schrank und so weiter, ne? Korrekt? So, und ich habe eingegeben fürs Gewächshaus 30. 30. So, und jetzt ist natürlich klar, jetzt kommen die, werden die Teile noch zugeschaltet. Ja, Freunde. Ja. So langsam wird da ein Schuh draus. Okay, wie spät haben wir es? 17:59. Ich würde mal sagen, ich hole jetzt von draußen unser Saatgut. Und wir hauen schon mal was in den Inkubator. Aber ich denke, und dann gucken wir mal, wie viel Strom wir verbrauchen. Aber da werden wir auf jeden Fall mehr verbrauchen. Das heißt, ich brauche mehr Saft. Ich brauche mehr Saft. Ich gehe dann hier auf 40 und dann gucken wir mal, was wir verbrauchen. Ja, ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Ich bin gespannt. Wasser ist dann der nächste Schritt. Das wird dann eh nicht laufen. Also gut, Leute, dann gucken wir uns das mal an in der nächsten Folge. Hauen mal unsere ersten Kartoffeln rein, würde ich sagen. Vielleicht Rüben. Und dann wird sich das mal rausstellen. Mit dem Strom. Aber wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wie das, ob ich da richtig vor bin. Ne? Also ihr könnt gerne sagen, ja, so wie du davor bist, vom Gedanken her ist richtig, nur die Umsetzung scheiße. Aber es wäre schon sinnig, wenn ich zumindest den Gedanken richtig habe. So, okay, gut. Für alle, für die es zu schnell war, gerne nochmal in die Kommentare, dann machen wir das Ganze gerne nochmal langsam. Aber ich glaube, vom Sinn her habe ich schon verstanden. Dann gucken wir mal, ob der Kollege hier bald aus dem Schweiß kommt. Weil wenn der angeschlossen ist, ist schon nicht schlecht. Okay, gut, dann schönen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, euer Maruk. Ciao.